So Leute, letztes Jahr genau an diesem Tag habe ich die Gift Edition von Throne of Eldraine aufgemacht. Und Leute, die mich kennen, wissen, warum ich das immer an diesem Tag mache. Und heute mache ich eine Gift Edition Zendikar Rising auf. Tatsächlich ein ganz cooles Produkt. Ich habe meins sehr spät bekommen und deshalb dachte ich, bevor ich das jetzt 5 Jahre, nachdem alle anderen das auf YouTube aufgepackt haben, auch auspacke, warte ich damit und mache mir was Besonderes für diesen Tag. Wir haben einmal hier so ein Pappding. Dann haben wir hier so ein Pappding. Alter, fällt alles auseinander. Wir haben hier einmal eine Ally Card mit, oh Gott, wie heißt sie? Akiri? Ist das Akiri? Ja, mehr Karten. Dann haben wir hier so ein, innen drin so eine, mal gucken. Uff. Tatsächlich ein recht schönes Bild. Irgendwer meiner Follower hat das auf Instagram, glaube ich. Sogar als Profilbild. Ich bin mir ja gerade nicht sicher. Sind wir riesig. Ich versuche das mal hier einmal durchgehen zu lassen, weil, ja, ist halt riesig. Dann gucken wir uns diese Box an. Diese Box ist wunderschön. Sie glitzert wieder, wie die letzte auch. Die Throne of Eldraine. Und ich mag Glitzer. Pack mir die Box mal auf. Ich habe noch keine Ahnung, was hier drin ist. Ist das hier drin fest? Ja, das ist fest. Immerhin. Das war beim letzten Mal nicht so. So, hier haben wir einen Würfel. Einen Würfel. Und zwar ein W20 Spindown in Grau. Relativ groß. Ich mag den von Throne of Eldraine tatsächlich sehr. Und deshalb muss ich sagen, ja, ist nice. Nice to have. Was haben wir hier? How to cast, how to block. Kann ich. Dann haben wir einen Charix. Den muss ich nicht vorlesen. Da sind wahrscheinlich die Foiländer drin, so wie das gecurlt ist. Und hier sind die Non-Foiländer drin. Keine Full Arts. War Sandy, kann ich das mit Full Arts? Ja. Was haben wir hier noch? Popular Magic Formats. Kann ich. Und dann haben wir 2, 4, 6, 8, 10 Draft Booster. Und ein Collector Booster. Ja, hot. Fangen wir mit den Draft Boostern an, wie immer. Und das Collector Booster schmeiße ich einfach mal hier in die Mitte. Hahaha. Ich finde es schade, dass es Draft Booster sind. Das heißt, super viel Besonderes wird hier nicht drin sein. Aber wie immer gehe ich relativ zügig bei den Commons vorbei. Suche die Uncommons. Und wir haben einen Scion of the Swarm. 5 Mana, 3-3 fliegend. Und immer wenn man live kriegt, kriegt er eine +1/+1 Marke. Rockslide Sorcerer, 4 Mana 3-3. Immer wenn ein Incense Sorcery oder Wizard Spell gespielt wird, fügt er einen Schaden zu. Ballad Gillette Recovery, 3 Mana Sorcery. Man bringt eine Karte aus dem Friedhof zurück auf die Hand. Oder man spielt die Karte als Land. Und unsere Rare ist Korallhelm Chroniker. Den kenne ich gar nicht. Der kann also nicht viel wert sein. 3 Mana 2-2. Immer wenn der gekickert wird, zieht ihr eine Karte und wirft eine Karte ab. Und wenn ihr ins Spielfeld kommt, könnt ihr die obersten 5 Karten eurer Bibliothek angucken. Ihr könnt eine Karte mit Kicker davon vorzeigen und den Rest unter das Deck zu legen. Okay. Forest. Ja, hier ist ein Full Arts. Und diese coolen Flipkarten. Ja, das mit den Full Arts finde ich ein bisschen strange. So. Nächstes Booster kann ja nur besser werden. Wir haben einen Attendant Healer, 4 Mana 2-3. Immer wenn man Leben kriegt, das erste Mal im Zug, kriegt man eine 1-1 weiße Katze. Oh mein Gott, eine Katze. Für 3 Mana kriegt ein Cleric Life Gain. Nicht schlecht. Murasa Sproutling, 3 Mana 3-3 mit Kicker. Und wenn er ins Spielfeld kommt und gekickert wurde, kann man eine Karte mit Kicker-Ability aus dem Friedhofzug auf die Hand nehmen. Wow, what the fuck. Makandi Stamper, alle Kreaturen kriegen +2/+2 als Sorcery für 5 Mana. Oder, das ist eine Ebene. Und wir haben, kenne ich auch nicht, Taburax Hope Demise, 3 Mana 2-2 fliegend, hat Lifelink und 5, also solange er 5 oder mehr +1/+1 Marken hat. Und immer wenn eine andere Nicht-Token-Kreatur, die ihr kontrolliert, stirbt, legt ihr eine +1/+1 Marke auf den. Wenn das ein Cleric war, dürft ihr eine Karte ziehen, verliert ein Leben. Der ist nicht bad, vor allem er selber nicht. Also er selber ist auch Cleric. Das ist cool. Und ich muss kurz pausieren wegen dem Zug. Ich habe halt nicht wirklich viele Draft Booster von diesem Set aufgemacht. Deshalb, ja,
Mal gucken. Ich finde die Set-Booster halt großartig. Und deswegen sind die Draft-Booster sehr an mir vorbeigegangen. Gibt es hier auch noch eine Krabbe hier drin? Ah, die ist ankam wahrscheinlich. Skyclave Shadowcat. 4 Mana 3-3. Für 2 Mana kann man eine andere Kreatur opfern, um da eine +1/+1 Marke draufzulegen. Und immer wenn eine Kreatur mit einer +1/+1 Marke stirbt, zieht man eine Karte. Allied Assault. 3 Mana Instant. Zwei Kreaturen kriegen +X/+X. Wobei X die Anzahl der Nummer an Karten an Partys sind. Oh, Party. Da bin ich mal drauf gespannt. Da ist mir gerade mein Ranzen umgefallen. Kabiri Takedown, 2 Mana Instant. Der fügt Schaden in Höhe der Kreaturen, die man hat, an eine Kreatur oder Planeswalker zu. Die ist gar nicht mehr so schlecht. Und Ebene. Und unser Rare ist Confusing Condemn. 2 Mana, wenn er ins Spiel kommt, zieht man eine Karte. Immer wenn Land oder gegnerische Kontrolle ins Spiel kommt, wenn der Gegner schon mal ein Land hat, muss er ein Land sogar auf die Hand nehmen. Okay. Das hat Uro und so weiter auch nicht aufgehalten. Ja. Großartige Sets in Nika Rising. Wird total unterschätzt, finde ich. Es sind super viele coole Karten drin. Gerade auch im... Den hatten wir doch gerade schon. Im Commander-Aspekt. Wir haben den Hornbeetle. 5 Mana 3, 4. Zu Beginn ist jedes Endsegments kriegt man eine +1/+1 Marke für jede... Er kriegt man 1-1 grünen Insekt. Für jede +1/+1 Marke, die man diese Runde auf Kreaturen gelegt hat. Dann haben wir Beerwand Vale, 2 Mana, Kreaturen, die eure Gegner kriegen, -2/-0. Und eine Insel. Und. Pylaf Wall Sculpture, 6 Mana, 5-5. Wenn ein Spieler kommt, kriegt man eine 0-1 Pflanze. Für jedes Basic Land, was man drin. Das kenne ich schon. Und immer wenn Land oder Kreatur ein Spiel. Das ist doch! Hey, das ist doch! Wow, Rächer von Zendikar in Anders. Okay, ja. Es gibt einen neuen Rächer von Zendikar. Das ist voll an mir vorbeigegangen. Also das ganze Set ist relativ an mir vorbeigegangen, weil ich ja Ende letzten Jahres sehr viel Stress hatte. Und deshalb, als dieses Set rauskam, nicht so viel Zeit hatte. Lull Mage Domination. Triple Blau und X. Man kostet 3 weniger, wenn der Gegner 8 oder mehr Karten im Friedhof hat. Und ihr kriegt die Kontrolle über eine Kreatur mit Mana-Kosten X. Little Mage's Familiar, 3 Mana 2-4, tappen für ein grünes oder blaues. Immer wenn ein Spell gekickert wird, kriegt man 2 Leben. Das Artwork, es ist so knuffig. Und Zilliden Vision, 3 Mana, man guckt sich die obersten 6 Karten seines Decks an. Kann eine Instant- oder Sorcery-Karte davon auswählen, sie auf die Hand nehmen und den Rest unter das Bibliothek legen in irgendeiner Order. Und als Land. Und unsere Rare ist Inscription of Abundance. 2 Mana Kicker, also Instant und Kicker. Und ihr sucht eins aus, es sei denn ihr kickert, dann könnt ihr alles suchen, wenn ihr wollt. Ihr legt 2+1/+1 Marke auf eine Kreatur. Ein Spieler auf Wahl kriegt X Leben, wobei X die Stärke der stärksten Kreatur auf dem Feld ist von euch. Und eine Kreatur fightet eine andere Kreatur, die nicht kontrolliert. Und wir haben eine Foil. Glacial Gasp. 3 Mana, Instant, man hat Kreaturen und so. Ist nicht so krass. Ist nur Common, deshalb lese ich es nicht wirklich krass vor. So. Dann haben wir Umara Mystique. 3 Mana, 1, 3 Fliegen. Immer wenn eine Instant Sorcery oder ein Wizard Spell gespielt wird, kriegt ihr +2/+0. Der ist einfach besser als diese komischen Juggernauten, die es in allerersten Ravnica gab. Wow. Bloodchief's Thirst. Die Karte wird gespielt. Ein schwarzes Sorcery, man zerstört eine Kreatur oder Planeswalker. Mana kosten zwar 2 oder weniger. Und für 4 Mana kann man einfach eine Kreatur oder Planeswalker zerstören. Sehr, sehr mächtige Karte. Dann haben wir einen 6 Mana 5-4er Eile, der für jede Kreatur in eurer Party 1 Mana weniger kostet. Oh, das ist schon unsere Rare. Okay, ich war gerade schon verwirrt. Glasspool Mimic, 3 Mana 0-0, kommt ins Spiel als Kopie von einer Kreatur, außer dass es ein Shapeshifter Rogue zu den Typen zu ist oder eben als Land. Wir haben noch eine Foil. Hier irrelevant. Weil Collector Booster machen Foils mittlerweile so irrelevant. Das ist schon ein bisschen traurig. Mesa links. Okay. Fieldblade Charger, 1 Mana 1-1. Solange der equipped ist, hat er Eile.
Und wenn er stirbt, fügt er Schaden in Höhe seiner Stärke an irgendeinem Target zu. Nicht bad. Journey into the Oblivion ist ein, Oblivion Ring. Also 4 Mana, wenn er ins Spielfeld kommt, exiliert hier nicht dann permanent, das, solange wie das Ding im Spiel ist. Und das Ding kostet 1 Mana weniger für jede Karte in eurer Party. Dann haben wir einen Skyclave Cleric, 2-1-3. Wenn er ins Spiel kommt, kriegt ihr 2 Leben, beziehungsweise Ebene. Und unsere Rare ist Coveted Prize. 5 Mana, auch hier 1 Mana weniger für jede Karte in eurer Party. Ihr durchsucht euer Deck nach einer Karte, nehmt sie auf die Hand, mischt euer Deck und könnt danach eine Karte Mana kosten 4 oder weniger aus eurer Hand spielen, wenn ihr eine volle Party hattet. Noch nicht mal ein Token, gönnen Sie mir. Nicht mal ein Token. So, komm schon raus. Dann haben wir die nächste Booster. Oh, Fearless Feeling, bestes Artwork. 2-1-1 Landfall und der kriegt einen +1/+1 runter. Und fliegen bis zum Ende des Zuges. Aber nur bis zum Ende des Zuges. Was war uns Scourge? 4 Mana mit Kicker 4. Ihr durchsucht euer Deck nach 2 Standländern, ich wollte gerade sagen. Und bringt die getappt ins Spiel. Wenn das Spell gekickert wurde, könnt ihr noch 2+1/+1 Marken auf jede Kreatur legen, die ihr kontrolliert. Dann haben wir Vastwound Fortified. Lege eine +1/+1 Marke auf eine Kreatur. Forest. Coveted Prize, den hatten wir gerade eben schon. Wow. Das ist bisher ziemlich bad. Oh, guck mal, was da glänzt. Das ist bisher ziemlich bad, dieses Fatpack. Uff. Das tut auf jeden Fall ein bisschen weh gerade. Core Blade Master, 2-1-1 Double Strike. Unequipped Warriors haben Double Strike. Taunting Arbor Mage, 3-2/3 mit Kicker. Wenn er ins Spielfeld kommt, gekickert wurde, müssen alle Kreaturen, die eine Kreatur eurer Wahl blocken können, diese auch blocken. So. Song Mad Teachery, 5 Mana Sorcery, man kriegt die Kontrolle über eine Kreatur, ist zumindest zu, sie wird enttappt und kriegt Eile. Oder eben ein Mountain. Felidar Retreat, wenigstens irgendwas. 3 Mana Enchantment, Landfall, wenn ihr eure Kontrolle ins Spiel kommt, kriegt ihr entweder eine 2-2 weiße Katze, also ein Land, Landfall halt. Oder ihr legt eine +1/+1 Marke auf jede Kreatur, die ihr kontrolliert und diese Kreatur hat Wachsamkeit bis zum Ende des Zuges. So, dann kommen wir zum Collector Booster. Das muss das Ding jetzt halt reißen. Das Ding muss halt jetzt irgendwie gerettet werden. Das ist halt bitter. Heilige Schande. Forest, jetzt wird's interessant. Inscription of Insight, ist schon nicht so gut. 4 Mana mit 4 Mana Kickern. Wenn ihr gekickert wird, könnt ihr alles aussuchen, ansonsten nur eins. Ihr bringt 2 Karten, 2 Kreaturen zurück auf die Hand, Scry 2 und zieht danach 2 Karten. Oder ihr kreiert eine XX-Illusion, wobei X die Anzahl an Karten auf eurer Hand ist. Also ein Spieler in eurer Wahl kreiert hin. Angel of Destiny, 5 Mana, 2-6 fliegen Doppelschlag. Immer wenn eine Kreatur, die ihr kontrolliert, Kampfschaden zufügt, kriegt dieser Spieler so viel Schaden. Also ihr und der Spieler. Damit verliert der Gegner kein Leben, aber ihr kriegt die Leben. Und zu Beginn des Endsteps, wenn ihr 15 oder mehr Starting-Leben als euer, also mehr Leben als euer Starting-Leben habt, habt ihr das Spiel gewonnen. Nee, angegriffen habt. Und zu Beginn des Endsteps, wenn ihr 15 oder mehr Leben habt, also euer Starting-Leben, verliert jeder Spieler, der von Angel of Destiny angegriffen wurde, das Spiel in diesem Zug halt angegriffen wurde. Ja, Skyclave Squid, Elemental, Pathway, Canopus und ein Skydiver, wenigstens irgendwas in Vollart Foil, 2-2/1 mit Kicker. Kicker kann nicht null sein, fliegend. Und wenn ihr ins Spielfeld kommt und gekickert wurde, dann könnt ihr ein Artefakt mit Mana-Kosten von X oder weniger von irgendeinem Spieler übernehmen. Ja, wenn jetzt hier keine Skycave-Abonation drin ist, Appropriation drin ist, dann ist over. Und dieses Mal gehe ich auch direkt zu den Rares. Skyclave Shade, das ist die falsche. Uff. Ich bin etwas demotiviert, das merkt man auch. Und das Ding war leider überhaupt nicht gut und hat sich überhaupt nicht gelohnt. Aber gut, das tun die Booster-Openings sich selten. Und das Schöne hierbei ist einfach, ihr kriegt trotzdem noch die Box, ihr kriegt trotzdem noch den Würfel. Das sind immer noch so kleine Trostpreise, die ihr habt. Aber okay. Ich hoffe trotzdem, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Blacksheath. Ciao, ciao.